Moin Leute, willkommen bei Gymnasty Playground. Ich möchte euch mal wieder ein neues Ladegerät zeigen. Und jetzt denkt ihr, hä, das ist so ein altes Ladegerät, was du da zeigst. Ja, das ist verkehrt herum das GenSace iMaaS D300. Ja, ein klasse Ladegerät definitiv zum super Preis. In der Preisklasse von 110 bis 150 Euro, keine Ahnung, sag ich jetzt mal so, das schwankt ja auch immer, tummeln sich natürlich. Viele Ladegeräte, ne? So. Und ja, da tun man sich ja viele Ladegeräte und so weiter. Und GenSace hat sich da definitiv, denke ich mal, auch gut hervorgetan. In dieser Generation hier haben wir auch dann die G-Tech schon drin. Sprich, dass die Akkus, die von GenSace mittlerweile alle umgestellt wurden, auf jeden Fall auf diesen Anschluss reagieren. Sprich, die haben ja ihren Smart Chip im Balancer drin und nicht im LiPo selber. Ja, GenSace hat ein neues Ladegerät rausgebracht. Das seht ihr auch im Titel dieses Videos, und zwar das D1000, und da habe ich mir gedacht, ja, das möchte ich gerne haben, und habe mir das so angeguckt und dachte mir so, was? 1000 Watt? Nur AC-Leistung. Das hier ist ja ein AC-DC-Charger, ne? Der hat AC 300 Watt, das ist echt schon viel, in der Preisklasse DC 700 Watt, sprich mit dem externen Netzteil. Das ist das Ding, wenn man mehr Leistung braucht, zum Beispiel wenn man 2.6S mit mehr als 1C oder die haben sowieso viel Kapazität vollballern will, braucht man natürlich Watt. Und das können so eine Ladegeräte in der Regel dann nur liefern, wenn die an einem externen Netzteil betrieben werden. Ja, jetzt hat GenSace was rausgebracht. Mit 1000 Watt, wogemerkt nur AC. Wir haben keine DC-Möglichkeit, um das noch zu steigern. Wir haben nur AC und 1000 Watt ist natürlich schon viel, sprich 500 Watt pro Kanal. Dachte mir, wie geht denn das in so einem kleinen Formfaktor? Guck ich mir die Bilder an, ne? Ihr wisst, die meisten Ladegeräte haben alle hier XT60 Ladeanschlüsse. Ich denke mir so, hä? Krass, das ist ja heftig. Wie ist das denn möglich? Wie habt ihr das denn gekriegt? Wann kommt dieser Karton hier an? Also ihr seht das schon, das Ding ist deutlich, der Karton ist auf jeden Fall deutlich größer. So sieht es aus, das iMaaS D1000 für 1000 Watt. Ja, Smart Charger, maximal 1000 Watt, 25 Ampere pro Kanal. Hier sind nochmal die Eckdaten, wir haben ja auch 70 Watt Entladeleistung, maximal 8 Ampere. Dazu erzähle ich euch gleich ein bisschen was. Ja, ist auf jeden Fall wieder der typische GenSace Karton, wo dann dieses Ladegerät drin ist. Ja, ein massives Monster und die optische Täuschung ist auch dann erklärt. Wir haben hier nämlich nicht XT60 Ladeanschlüsse, sondern XT90 Ladeanschlüsse. Das erkennt natürlich, wo man auf den ersten Blick denkt, oh ja, das Ladegerät, das ist ja genauso in der Größenklasse wie die anderen. Nein, es ist massivst größer, wie ihr seht. Wenn wir es gleich anmachen, ich bin überlegen, ob ich das hier oben mache oder ob ich dann runtergehe in, zu den anderen Ladegeräten im Keller. Das schon muss ich gleich mal entscheiden, wie das videotechnisch aussieht und so weiter. Nichtsdestotrotz, das kommt jetzt mal an die Seite. Es geht um das hier. Ja, schauen wir uns das einmal an. Wir haben natürlich vorne, wie gesagt, die beiden XT90 Ladeanschlüsse. Es sind natürlich auch immer GenSace typisch ein Haufen Ladekabel dabei. Gucken wir uns gleich an. Wir haben 2 bis 7S, auch eine Änderung. Er kann bis 7S. Aber natürlich haben wir keine Balancer-Pads nachgeliefert dabei. Also wenn das, oder Boards meine ich. Also wenn es Problem ist, wenn ihr Akku reinstecken und Balancer ist extrem kurz, wird es natürlich nervig. Es passt natürlich aber auch so handelsübliche, diese hier, die ich jetzt eigentlich ja, die meisten Ladegeräten oder die man einfach noch so hat. Ne, ganz normale Dinger, die mache ich auch bei ihm hier ran. Ne, zur Verlängerung. Kann man natürlich auch hier reinstecken, indem man den 7S, den wohl die wenigsten haben, einfach freilässt. Und so hat man dann halt auch eine schöne Verlängerung. Allerdings gilt das nicht, wenn man dann G-Tech nutzen möchte. Ne? Bei G-Tech muss man natürlich genau hier ran. Wo ich mir jetzt nicht sicher bin, hat GenSace eigentlich mittlerweile Balancer-Boards mit G-Tech? Haben sie mir nichts gesagt. Naja, das ist die Front. Hier sehen wir natürlich dann halt die Display-Seite. Den obligatorischen Steuerkreuz, sage ich jetzt mal. Die vier Tasten für hoch und runter. Channel und zurück und Enter und so weiter. Wir haben hier einen Ein- und Ausschalter, das finde ich schon mal sehr gut, dass das hier springt ja an, sobald man den Stecker reinsteckt. Und das hier springt dann halt auch nur an, wenn das schon, wenn man den Schalter betätigt. Wir haben hier noch den Tragegriff, der ist ein bisschen ja einfach wabbelig hier angewohnt, also da ist kein Rasten und gar nichts, da wabbelt hier so rum. Das ist nicht ganz so toll. Dann haben wir hier einmal einen Blick in das Ladegerät, Leute. Also da sehen wir die Technik. Massive Kühlkörper. Ja, hier ist ein, ja, quasi wird die Luft reingezogen vom Lüfter sozusagen. Wir sehen dann noch einen USB-Port.
Ich glaube, über den kann er nicht, er kann nicht über USB noch da was rausgeben, wie bei anderen Ladegeräten. Das ist einzig und allein für Updates. Mit dem Update komme ich auch gleich nochmal. Hinten sehen wir nur den AC-Input. Das nochmal unten. Hier sehen wir nichts außer den fetten Lüfter, der dann noch ordentlich mal Rabatz macht. So, was ist noch dabei? Anleitung ist nicht damit bei, zumindest im ersten Batch, wie mir gesagt wurde. Es gibt eine PDF-Anleitung und ja, wenn es dann das zweite Batch geben wird, dann wird das wahrscheinlich anders sein. Wir haben in dem Karton natürlich schön in Schaumstoff verpackt das Ladegerät logischerweise und den Karton hier. Auch ein Vorteil, den ich bei GenSA sehe gegenüber anderen Ladegeräten, die packen immer viel Zubehör damit bei. Die anderen sind doch eigentlich, haben noch ihr Stromkabel und das war's. Ne? Also das ist natürlich hier das Stromkabel. Wir haben ja auch noch ein USB-Kabel. Auch das wird nicht weggelassen, obwohl natürlich jeder von uns 8 Milliarden USB-Kabel hat. Und dann haben wir hier Ladekabel, 6 Stück an der Zahl, mit Anti-Blitz-Steckern von AMAS. Also das ist natürlich auch qualitativ top. So, wir haben natürlich einmal, um auf XT60 zu kommen, weil das ist ja jetzt nicht serienmäßig im Ladegerät drin. Dienststecker lassen sie auch nicht hängen. Meine guten alten EC5, alles was kleiner ist bei den EC-Steckern, wird dann doch hängen gelassen. Und XT90 brauchen wir nicht, weil die sind ja integriert. Ne? Ja, cool. Also ja, sind ganz normale Dinger. Liegen auf jeden Fall bei. Finde ich super von GenSA. Und jetzt wollt ihr natürlich das Ladegerät sehen und meine Erfahrungen, die ich damit gesammelt habe. So, und deswegen, ja, entweder geht jetzt gleich hier weiter, dann muss ich mal eben gucken wegen Kabel, weil das nicht so kurz ist, nicht so lang ist. Oder wir sehen uns gleich unten wieder im Keller. Bei den anderen Ladegeräten seht ihr auch nochmal den Größenunterschied zu Ladern von Spektrum und Junsi und so weiter. So Leute, ich habe mich dafür entschieden, dass wir es im Keller machen. Ich hoffe, das geht mit dem Licht soweit. Das ist jetzt hier bei meinem Ladebereich nicht so groß. Ja, ihr seht auf jeden Fall den Größenunterschied. Ne? Die sind ja schon ziemlich groß, die von Spektrum. Da ist das GenSA, da kann man das Junsi noch sehen. Das ist ja eh nur ein DC-Charger. Also es ist auf jeden Fall ein Klotz. Aber mit Power. Jetzt kommt natürlich die Frage, ja, wozu brauche ich denn jetzt mehr als die 150 Watt pro Kanal, die zum Beispiel das da ausgibt. Ne? Wozu braucht man letztendlich mehr? So, und ich sage euch das, Leute, 6S als Beispiel. Wenn ihr jetzt einen sechsten großen 6S, als Beispiel 6800 mAh oder sowas von GenSA halt, mit mehr als 2C laden wollt, weil es schnell geht, so, dann braucht ihr natürlich entsprechend Watt. So, ne, als Beispiel mit 13,6 oder so, 13,6 Ampere, müsstet ihr bei 2C dann ja haben, dann braucht man auf jeden Fall schon weit über 300 Watt pro Kanal alleine. Ne? Also 500 Watt pro Kanal ist natürlich krass, das ist natürlich auch das 7S aufbezogen, nochmal eine Zelle dazu, mehr Dampf und so weiter. Aber es kann natürlich auch, wenn man mit 6S Akkus fährt, einem gut helfen halt, ne? Auch große 4S und so weiter, je mehr Ampere da rein müssen, desto mehr Watt müsst ihr natürlich dann haben, um die Ladezeit zu halten. Und ja, das ist, also das Ladegerät kostet 269 Euro, UVP, das wird wahrscheinlich ein bisschen billiger sein und so weiter. Und ja, ich habe es wie gesagt jetzt schon ordentlich getestet, also anscheinend tut ihr das auf jeden Fall natürlich dann, indem ihr den Knopf hier kurz drückt. Dann fährt es hoch und hört auch einmal kurz den Lüfter. So ist er auch, wenn er lädt. Also der springt beim Laden komischerweise sofort an. Beim Entladen dauert es eben eine Weile. Und dann springt er halt auch an. Ne? Entladen ist sowieso ein Punkt. Das Ding kann gut entladen. Nicht so gut wie sowas hier. Ne, sowas entlädt natürlich besser. Aber ich würde es euch sowieso nicht empfehlen, in Ladegeräten zu entladen. Das ist für die Elektronik einfach nicht gut, diese Hitzeentwicklung da und so weiter. Ich habe es damals gelernt mit einem anderen Ladegerät, sollte man nicht tun. Ja, gucken wir uns einmal das Menü an. Ja, die Übersicht kennt man ja natürlich auch von anderen Ladegeräten. Das ist jetzt mit der Farbgebung halt so, wie GenSA das halt gerne macht. So können wir natürlich uns die Kanäle angucken. Ne, ganz simpel auf jeden Fall. Hoch und Runner ist natürlich jetzt kein Akku dran. Und wenn wir jetzt hier gedrückt halten, kommen wir ins die Geräteeinstellungen und die sind hier sehr, sehr wenig. Habe ich mich erst gewundert. Ne? Also das ist, komischerweise, ihr seht hier Ladegerätverlauf. Es sollte eigentlich ein neues Gerät sein. Wie gesagt, das hat GenSA mir natürlich, das ist ein... So, jetzt sind wir in den Geräteeinstellungen. Ihr seht, Ladegerätverlauf 127. Das sollte laut GenSA ein neues Ladegerät sein. Ist scheinbar nicht ganz so, aber war komplett eingepackt. Tut der Funktion keinen Abbruch. Mit der Software, muss ich euch mal kurz sagen, zuerst.
Soll ich angeblich auf dem neuesten Stand und so weiter sein. Ja, ne, deswegen. Aber man kann es halt jederzeit updaten. Und wir haben hier aber tatsächlich nicht so viele Einstellungen wie in anderen Ladegeräten. Hier echt nur, wir können es auf Deutsch stellen. Haben noch Englisch, Französisch und zwei chinesische Dialekte. Obwohl, ja, die sehen nicht gleich aus. So, die Lautstärke kennen wir alle. Wollen wir nicht hören, ist einfach nervig. So, ups. Und dann haben wir noch den Abschlusston, wenn er gezyklet hat. Sprich, wenn man Akkus lädt, entlädt, lädt, entlädt. Wie gesagt, mein Tipp tut das sowieso nicht. Wir können es auch zurücksetzen und das war's. Jetzt habe ich mich gefragt, hä? Andere Lader haben noch so viel mehr Funktionen da. Ja, gut. Beim D300 sind natürlich hier noch Sachen, Parameter einzustellen, wenn er im DC-Modus unterwegs ist, ne? So, das haben wir natürlich hier nicht. Wir haben noch hier die Aufgabenparameter. Das kennt ihr, das ist hier maximale Kapazität, wo er dann aufhören soll. Und Sicherheitstimer, das ist natürlich immer extrem hoch eingestellt. Ich stelle es immer ein bisschen runter in realistische Werte. Ja, dann den Verlauf. Channel kalibrieren. Also wenn hier ein G-Tech-Akku dran ist, dann kommt hier auch noch das Menü irgendwie. Das probieren wir mal eben, Leute. Das zeige ich euch mal eben. Seht ihr das hier? Port muss direkt dahin. Gehen wir nochmal zurück. Jetzt haben wir den G-Tech-Akku hier. Wenn wir jetzt nichts machen, das übernehmen wir jetzt mal eben zuvor, dann wird er gleich anfangen, den zu laden. Da, zack. Und dann fängt er den an zu laden, wie er es kennt von dem Akku. Sprich, er fängt natürlich erstmal mit einem C an. Ja, gucken wir gleich 5,5. Da bleibt er stehen. Aber wir wollen natürlich den Akku jetzt nicht laden. So, jetzt schauen wir nochmal, was sich jetzt da geändert hat. Tatsächlich nichts. Normalerweise sollte jetzt hier ein Menü auftauchen, um die Akkus einzustellen. Oder was ist das jetzt hier? Nö. Passwort. Ja, Channel kalibrieren. Das ist natürlich das im Anleitung drin, was ihr da machen müsst. Habe ich so noch nie gemacht bei einem Ladegerät. Ja, merkwürdig. Normalerweise habe ich gedacht, da taucht das Menü auf. Aber gut. Ja. Gut, so, jetzt haben wir natürlich hier ein 2S, G-Tech, Pillepalle, funktioniert natürlich alles wunderbar. Jetzt haben wir natürlich immer das Problem, wir wollen nochmal andere Akkus laden, die das vielleicht nicht haben oder noch nicht haben. Und was ich euch schon sagte, ich habe jetzt hier, das ist ein GenSace-Akku, der ist neu verschrumpft worden, weil die Hülle kaputt gegangen ist. Und jetzt habe ich natürlich hier so einen kurzen Balancer, und das ist natürlich blöd anzubringen. Hatte ich euch am Anfang schon gesagt, ich tue jetzt mal hier so ein Balancer-Board. Na, gucken, ob es auch irgendwie vielleicht 7-Mess-Balancer-Boards gibt, so dann mit der Vollständigkeit halber. So, wir haben jetzt hier das Ladekabel. Zack. Und dann können wir hier entspannt den Balancer anschließen und er erkennt den. So, gehen wir jetzt auf Channel B und gucken wir mal. Zielstrom ist 11 Ampere. Da wollen wir ein bisschen mehr machen. Am Wechseln. Ich versuche eigentlich immer jeden Akku mit 2C zu laden. Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Wir haben hier aber kein H. Einen normalen LiPo haben wir. 4,2, 6S. Erkennt er alles. Start. So, und jetzt fängt er an, den zu laden. Gehen wir nochmal rüber auf den G-Tech. So, jetzt hört ihr auch, dass der Lüfter sofort anfängt zu laufen. Haben wir hier noch mal, da sagt er, das ist ein HLV, kennt natürlich alles, wir haben hier auch nichts weiter zu machen, starten wir den auch noch mal eben und können natürlich dann auch den Strom erhöhen, gehen wir hier mal auf 2C, gut, das ist nur ein 2S, können natürlich nur ein 4S anschließen, weil ich habe tatsächlich keinen zweiten 6S, der hier dran laufen würde. Weil ja, die anderen 6S-Blöcke, die ich habe, sind Spektrum-Akkus. So, Channel A haben wir natürlich. Milliohm wird noch nicht angezeigt. Da braucht er tatsächlich eine Weile. Ich bin der Meinung, das andere Ladegerät kann das schneller. Wird das noch vielleicht ein Update noch gemacht? Irgendwann stehen auf jeden Fall hier auch die Widerstände. Hier sehen wir noch mal ein paar Facts. Und hier sehen wir, er braucht gerade 89 Watt, um den zu laden. Channel B. Schon mal 4 Volt, das zeigt er auch noch nicht an. 329 Watt braucht er gerade, um den hier das reinzupumpen. Also ihr seht, der ist schon über 400 Watt zusammen unterwegs und hat theoretisch 500 Watt auf jedem Kanal.
Ne, klar, das sind auch vielleicht Marketingangaben, schafft er wahrscheinlich nicht so ganz. Dennoch, ganz schöner Dampfhammer auf jeden Fall. So, stopp. Und. Achso, das war der. Channel B, Channel A. Stopp. So. Sollen wir noch bis. Oh, geht sofort aus. Ne? Und wenn ihr dann natürlich die Akkus entladen wollt, wenn ihr auf dem Akku drauf seid, habt ihr natürlich die Möglichkeit hier. Das ist ja das, die Einstellung für den Channel. Und laden, da können wir natürlich entladen. Wir können auf Lagern gehen direkt. Wir können natürlich nur balancieren. Das ist der Zirkulierungsmodus. Wir haben natürlich Stromversorgung, damit wir zum Beispiel einen Port nutzen zum Laden und der zweite wird genutzt, dann funktioniert das Gerät als Netzteil, um Reifenwärmer, irgendwas halt zu benutzen. Und ja, das ist natürlich auch immer praktisch. Die Möglichkeiten haben wir natürlich alles. So, entladen. 3,7. Lassen wir jetzt einfach mal eben so Zielstrom 8. Mehr kann man nicht einstellen. Es schafft es aber irgendwie immer nicht. So, wir machen jetzt hier mal eben entladen. Start. So, wir hören erstmal nichts. Er fängt einfach an zu entladen. Und wie ihr seht, da die Ampere gehen hoch. So, bleibt bei 5,4 stehen. 5,2. Weiß der Geier warum. Aber er braucht ja schon so 40 Watt. Er hat theoretisch noch mehr Watt. Man sagt, es wird ja gesagt, 70 Watt hat man zur Verfügung. Das spielt er tatsächlich nicht so ganz aus. Ihr hört aber immer noch keinen Lüfter. Beim Laden geht er sofort los. Beim Entladen dauert es tatsächlich eine Weile, bis er das macht. Ja, 24 Grad. Bleibt noch locker dabei. Na, kommen wir mal eben. Sind wir jetzt mal ganz krass unterwegs. Wir haben auch entladen. Das ist aber ein Lipo. 3,5 ist ja auch egal. Ich breche das sowieso gleich ab. 6S, 8, machen wir auch mal. Und dann kommen wir mal. Dann die dann den auch. So. Channel A, 40 Watt. Channel B, 98 Watt. Das finde ich auch kurios. 70 Watt wird gesagt, aber wenn ich den 6S hier entlade, sowas auch in den Tests, springt er immer auf 98 Watt hoch. Möglicherweise ist diese 70 Watt pro Kanal Ladeleistung auch halt teilbar, dass er das hin und her changen kann, wie es auch beim Laden halt irgendwie ist. Ich glaube, bei anderen Ladegeräten kennt ihr das ja, da ist ja diese Power Distribution. Er hat halt zum Beispiel das D300 hat 300 Watt zur Verfügung und wenn der eine Kanal 200 braucht und der andere 100, dann wird das halt so aufgeteilt. Hier klingt das so, als wenn wir auf jeden Fall 500 Watt pro Kanal haben und er das nicht auch noch hin und her changen kann. Ich kann es auch nicht testen, so, weil Akkus habe ich halt nicht. Ja, ihr seht, es läuft immer noch. Wir haben auch noch keine 36 Grad. Das Gerät bleibt echt cool dabei, komischerweise. Sehr, sehr merkwürdig. So, alles klar, Leute. Ich werde jetzt mal beenden. So, Channel A, Stopp, Channel B. Channel B. Stopp. So. Ja, alles klar. Habt ihr soweit alles gesehen? Ich muss sagen, ich bin, es ist von der Bedienung her natürlich genauso wie das andere Gensays, was ich hatte. Ich habe es gerne mal benutzt. Es ist natürlich nicht so transportabel. Da. Jetzt, wo alles aus ist, fängt er mit dem Macht den Lüfter an. Sehr kurios. Gucken wir jetzt einfach ausschalten. Ah, lassen wir lieber laufen. Wenn er meint, er muss sich kühlen, dann soll er sich ihn kühlen lassen. Das habe ich schon ein paar Mal gehabt, dass ich dann das Entladen abgebrochen habe, nur weil ich es ausprobiert habe und der Lüfter kam dann halt danach. Fakt ist jedenfalls, Leute, zum Transportieren, ne, es hat so einen schönen Tagegriff, es braucht eh nur AC, ist natürlich auch gut für unterwegs, aber es ist natürlich groß. Ne, andere Ladegeräte wie das hier drin sind da wesentlich kompakter. Aber wenn man ein bisschen mehr Druck haben will und sich immer die ganze Zeit gesagt, oh, ich möchte aber jetzt nicht 400 Euro für den Jünsi ausgeben und so weiter. Dann brauche ich auch noch ein Netzteil. Ich will aber halt ja ein bisschen mehr Dampf haben pro Kanal. Das hier könnte es sein, Leute. Ne? Gut, alles klar, Leute. Das war meine Vorstellung vom Gensace D1000. Ich finde es cool. Fährt runter. Mal gucken. Ja, geht natürlich aus. Ich finde es mega geil. Na, ich danke Gensace dafür fürs Zuschicken und dass ich euch das zeigen konnte.
Ja, ich bin echt gespannt, was ich dann noch so mit erleben werde. Und vor allem brauche ich mal ein paar mehr G-Tech-Akkus so. Das ist natürlich ja, genau das gleiche. So Smart-Akkus einfach anstecken, das ist natürlich top. Ich danke euch fürs Zuschauen, Leute, und dann bis zum nächsten Mal.